till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Daily Vlog von mir. Ich bin die Mira. Und ja, wenn euch Daily Vlogs gefallen, dann lasst doch jetzt mal gerne ein Abo da. Abonnieren ist kostenlos und ich freue mich drüber. Und ja, ich muss euch ja sagen, wir haben ja das Paket im letzten Vlog bekommen. Hier ist es. Mein Mann hat es ausgepackt und ein Unboxing davon gedreht und war ganz stolz, dass er mir das Richtige gekauft hat. Und das war ja auch schweineteuer und ich zeig's auch gerne. Ich habe die Wäsche noch nicht abgehängt, muss ich auch noch machen. Ja, das ist ja nicht so schlimm. So. Pulli überziehen. Hier ist das gute Stück. Ich musste, wie lange? 3 Wochen? 3,5 Wochen, fast 4 Wochen mussten wir warten, weil es nicht verfügbar gewesen ist. Ja. Ja. Und dann hatte mein Mann vorgestern angerufen und hat nachgefragt, wie sieht es denn jetzt aus, wann kommt es denn? Und der Mitarbeiter hat gesagt, naja, ist nicht verfügbar, weiß ich nicht. Und am nächsten Tag haben sie es dann versendet und wir haben uns sehr gefreut und das kam mir dann am übernächsten Tag auch direkt an. Ja, sieht ja auch sehr, sehr gut aus. Das ist ein gutes Headset, aber ich habe mich vertan, weil, wie ihr seht hier unten, da ist ein Kabel drin und ich wollte ein Wireless-Headset haben. Und ich habe bei den Filtern auf der Webseite nach Funk und Wireless angeklickt und das Headset wurde dort falsch angezeigt. Es ist ein kabelgebundenes Headset. Ja, aber es wurde von der gleichen Marke wie auch die Wireless-Headsets angeboten. Und da habe ich mich leider beim Artikel vertan. Ihr kennt das, wenn dann zwei Artikel gleich aussehen und die gleiche Bezeichnung haben und man nicht in die Produktbeschreibung reinguckt, dann macht man einen Fehler. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ärgerlich. Ja. Also, Ende vom Lied ist es. Ich habe jetzt schon bei Case King ein Widerrufsformular ausgefüllt, dass wir es zurücksenden. Und dann kaufe ich der Mira ein anderes Headset, was dann Funk-Headset ist, weil das Wichtigste ist ja, dass sie das aufsetzen kann und dann durch die Wohnung laufen kann. Das ist ja das Wichtige. So, jetzt sitze ich hier. Ich muss mich ein bisschen freiräumen. Übrigens, der Koffer hier war die beste Investition. Also da passen 64 Farben rein. Mein Bild hat ja nicht 64 Farben, deswegen sind hier ein paar leer. Ultra gut sortiert, oder Leute? Das arbeitet sich richtig, richtig gut mit dem Koffer. Kann man auch gut hin und her transportieren. Und ich wollte euch mal ein Update geben vom Diamond Painting. Ja, so weit bin ich jetzt schon. Und ich habe jetzt knapp über die Hälfte. Nach nur 48 Stunden Arbeit. Ich hätte jetzt 50 geschätzt gesagt, muss ich dir da sagen. Ich habe gestern auch den halben Tag dran gesessen und die Reihe hier gerade gemacht. Ultra viel Arbeit. Aber, wo ist es? Hier ist es. Ich habe mir ja neue Schüttelplatten gekauft. Ich hatte ja davor nur eine kleine. Jetzt habe ich ein paar mehr. Und hier auch so große Schüttelplatten. Das heißt, ich muss nicht mehr so oft schütteln. Ich mache eine Farbe rein, schüttel das und kann dann ganz viel painten, ohne dass ich ständig nachschütteln muss. Und das spart einen so viel Zeit. Auch, dass man mehrere Schüttelplatten hat. Das heißt, man muss nicht jedes Mal alles umkippen, sondern wenn man das gut sortiert sich hinlegt, kann man viel, viel schneller voran jetzt. Wir hatten das schon im letzten und im vorletzten Vlog gesagt. Wir haben immer noch nicht die Halterung dran gemacht. Ja. Machen wir das jetzt heute? Ja, hast du Zeit dafür? Ja, ich habe Zeit dafür heute, ja. Das kann man machen. Ich habe übrigens vorgestern Abend noch ein Puzzle verkauft. Also ich hatte die immer hier drauf zu liegen auf diesen großen Matten. Und es lag die ganze Zeit auf unserem Tisch. Seit Wochen lag es da in dieser Ecke auf dem Tisch. Und ja, jetzt hat sich Gott sei Dank eine gemeldet, die das mir abgekauft hat, ohne zu verhandeln. Und ja, ich habe jetzt noch 3 Euro bekommen fürs 1000-Teile-Puzzle. Bin ich sehr, sehr zufrieden mit, weil das habe ich ja auch bezahlt bei eBay Kleinanzeigen. Das heißt, jetzt habe ich wieder alle Puzzle verkauft. Ich kann jetzt wieder neu puzzeln. Ich habe das extra so gepuzzelt liegen lassen, damit die Leute auch sehen, dass es vollständig ist. Weil gerade bei Puzzeln, ihr kennt es, das ist übertrieben ärgerlich, wenn ein Teil fehlt. Und ja, Puzzle sollte man nicht einfach so online kaufen, weil das, ja, da könnte öfter mal ein Teil denn fehlen. Ja, aber meine sind vollständig und die Dame war sehr, sehr froh. Ja, wir haben ja auch den Übersatten-Trick, du lässt es zusammengebaut liegen und zeigst es den Leuten. Hattest du das gerade erzählt? Hast du das gerade erzählt? Okay, das habe ich nicht gehört, weil das Wasser zu laut war. Ich muss jetzt Kaffee kochen. Wie macht sich dein Kaffeefilter, der wiederverwendbare? Der ist sehr gut, der kommt da rein. Da sind noch Krümel drin, das ist nicht so schlimm. Mach das bitte gerade rein, damit es so. So.
trinke mal mehr von dem Ekelkaffee, ich will wieder guten. Okay. Das müssen wir jetzt also zurückschicken. Wir verpacken das hier gleich wieder in dem Karton und gehen wir dann heute zur Post, oder? Ich warte noch auf das Widerrufsformular, die Bestätigung per E-Mail von Casting. Ja, wir haben uns zwar vertan, aber das ist ja immer so bei Online-Käufen, man hat ja 2 Wochen Rückgaberecht, also Rücktritt vom Vertrag, das ist ja immer so. Und deswegen machen wir uns da gar keine Sorgen und können wir einfach wieder zurückschicken. Und das andere hast du schon bestellt jetzt, ne? Das andere habe ich noch nicht bestellt, da gucke ich jetzt erstmal nochmal nach. Wir sind jetzt beide ein bisschen am Saubermachen. Der Aussaug saugt gerade den Fußboden und ich habe hier schon den Tisch ein bisschen sauber gemacht und abgewischt. Und ja, meine Pflanzis geht es richtig, richtig gut. Die Tomatenpflanzen könnten wir bald mal umtopfen. Jetzt die Tage sollen es ja nochmal 18 Grad irgendwie draußen werden. Und dann kommt nochmal ein Kälteeinbruch, den haben sie schon angekündigt. Aber dann, theoretisch, könnten die Tomatenpflanzen ja bald raus. Und ja, das würde sich ja dann schon lohnen. Und hier habe ich noch ein Update von dieser kleinen Süßen. Also die hat hier schon ihre erste Blüte, die sah richtig toll aus. Heute sieht es ein bisschen mickrig aus, aber die letzten 3 Tage sah sie richtig hübsch aus. Und da ist auch noch eine. Also ja, die muss natürlich auch in die Erde. Und da würde ich auch schon die rauszupflanzen, weil das ist auch eine Draußenpflanze sozusagen. Und ja, dann haben wir hier diese ganzen Hultarp-Dinger. Die machen wir dann gleich. Ich denke auf den Nachmittag aber erst. Und ja, bis eben stand hier ja noch meine Osterdeko. Ich jetzt hier gerade platziert. Eventuell ist Ostern schon vorbei und meine Deko hängt noch und ich denke, das werde ich heute noch machen. Es ist wirklich echt super Wetter draußen. Die Müllabfuhr ist da gerade da hinten, die macht einen riesen Lärm. Ja, also meinen Pflanzen geht es auch richtig, richtig gut. Ich habe gerade eine Gießrunde gemacht und die bekommt hier schon ganz viele grüne Dinger wieder. Also müssen wir mal aufpassen, wie sich die vermehren, weil wir wollen natürlich nicht irgendwie Unkraut hier auf dem Balkon haben. Aber momentan finde ich es noch schön grün, wenn sie sich noch ein bisschen verteilen. Die hatte ich ja letztes Jahr gekauft, das waren da so kleine Töpfchen. Deswegen, das macht sich ganz gut eigentlich. Und hier das Ding ist alles komplett voll mit Erdbeeren und die sehen auch richtig gut aus momentan. Der Flieder hat dieses Jahr schon mehr Blüten. Und da oben auch. Den wollten wir ja runterpflanzen dieses Jahr. Und hier meinen beiden Kätzchen, das sieht auch richtig, richtig schön aus. Also das sprießt auch total. Und der ganze Stamm ist richtig flauschig, voll süß. Also fasse ich echt gut an. Ich mag mein Bäumchen. Die Problematik ist ja gerade, dass wir ohne Test nirgendwo rein können. Und sonst würden wir vielleicht noch irgendwie was kaufen für den Balkon. Wir haben jetzt Tomaten und Sonnenblume und Kartoffel habe ich auch schon eingepflanzt. Da kommen jetzt die ersten hoch schon. Knoblauch ist noch eingepflanzt und hier habe ich noch Zwiebeln. Die muss ich ja eigentlich nur in die Erde drücken sozusagen. Ne? Müssten theoretisch auch in so einen größeren Topf, in einen von denen mit rein. Und dann hatte ich hier für kleines Geld nochmal so Holzstäbe gekauft, damit wir die so ein bisschen mehr stabilisieren können auf dem Balkon. Ja, also so viel zum Balkon-Update. Heute ist wirklich richtig, richtig gutes Wetter. Und der Ursok ist fleißig am Saugen. Fenster können wir erstmal offen lassen. Osterdeko habe ich weggeräumt. Spülmaschine läuft auch. Das Essen von meinem Mann sieht auch sehr gut aus, muss ich sagen. Und ja, wir haben ja die Betten abbezogen. Also hier meine Fernsehdecke. Und ja, ich hatte die jetzt auch schon gewaschen und die hängen halt hier immer über unsere Türen. Ich finde das ja sehr praktisch, muss ich sagen. Eine hängt hier noch. Die alte Wäsche habe ich auch schon zusammengelegt. Und ja, das ist der Rest auf der Leine. Aha, was essen wir denn zum Frühstück? Ich habe mir die beiden Burger-Fleischis gemacht, die wir noch hatten. Die haben wir bei Lidl gekauft. Die waren ja 50% reduziert und die wären abgelaufen heute. Deswegen habe ich die jetzt auch gegessen. Also esse ich die jetzt auch. Zum Frühstück. Aha. Mit Komaco und Krügel. Und ja, wir haben ja ein Paket bekommen, Ozok. Möchtest du noch was kurz darüber erzählen? Ach so, ja, genau. Ich habe hier coole Sachen bekommen. Coolen Haarschmuck habe ich gekriegt.
Lieber Ossa, ganz viel Freude mit deinem Haarschmuck. Wünsch dir deine Genie. Mit so Doppelaugen. Ja. Und da freust du dich, oder? Ich freue mich besonders darüber, dass ich endlich kann ich mir tolle Haarfrisuren machen. Wunderbar. Ja, also wir werden da natürlich ein ganz, ganz tolles Video zu machen. Also die Genie hat ja ein Gewinnspiel veranstaltet und ich habe auch mitgemacht. Ich wollte aber meine Chancen erhöhen, deswegen habe ich meinen Mann genötigt, dass er auch mitmacht. Und ja, er ist natürlich mein Mann, deswegen hat er da mitgemacht. Jetzt hat er gewonnen. Und die Sache ist aber natürlich die, wir müssen natürlich noch ein hübsches Video drehen, wo er das alles ausprobiert und auspackt und anzieht. Professionell. Und wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ich wollte mal sagen, das Paketchen ist da. Der Gewinn ist ganz heil bei uns zu Hause angekommen. Und da kommt auf jeden Fall ein extra Video dann ja, drüber. Ich freue mich wahnsinnig. Sag nochmal, dass du dich freust. Ich freue mich massiv. Danke, Genie. Ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns wirklich darüber. Ja, das Video müssen wir jetzt auch die Tage abdrehen. Eigentlich warten wir noch, bis seine Haare ein bisschen länger sind, aber eigentlich oben ist er lang genug, ne? Also 3, 4, 5 Frisuren kann man bestimmt machen. Es wird ganz hervorragend. Das wird ein richtig tolles Video mit dem Ozok zusammen. Also ich muss hier das Zusammengelegte auch noch wegbringen. Ich werde jetzt auch erstmal gleich mein Frühstück machen, weil ich habe noch nichts gegessen heute. Aber schon getrunken, schon ein großes Glas Wasser. Ozok, deine Eier? Ja, die sind noch in der Pfanne. Die habe ich auch fertig gemacht. So. Wie findest du eigentlich die wiederverwendbaren Küchentücher? Die finde ich sehr gut. Die finde ich sehr, sehr gut. Damit kann man nämlich Sachen abwischen und sauber machen. Also das ist, spart wirklich Geld, weil man damit ja weniger normale Papierrolle kauft und verbraucht. Ich finde das sehr, sehr gut. Aber normale Papierrolle braucht man halt trotzdem noch, muss ich sagen. Weil die sind nicht so ganz saugstark. Ja, genau. Und ja, für manche Sachen braucht man einfach noch richtiges Papier. Zum Beispiel, wenn man irgendwas anbrät, wie, weiß ich nicht, Pfannkuchen oder so, und die dann abtropfen möchte, weil man das Fett ja nicht mitessen möchte, dafür braucht man auf jeden Fall richtiges wieder. Und ansonsten gefällt uns das Wiederverwendbare ganz gut. Und die fürs Gesicht hier, die Lappen, die sind auch sehr gut. Die benutze ich auch immer. Und zum Abschminken die Pads wirklich hervorragend. Also da braucht man nichts kaufen, was man irgendwie ständig wegwerfen muss, sondern das... Ach Gott, ich bin zu klein hier für die Ecke. Das funktioniert sehr, sehr gut mit diesen wiederverwendbaren Alternativen. Ich bin da sehr zufrieden mit. Und so ein Paket Küchenrolle kostet ja auch alle 3 Wochen 1,15. Ja. Nee, mehr. Die große Küchenrolle kostet 1,79 sogar, die große Packung. Ja. Und wir haben den Verbrauch durch das Wiederverwendbare mehr als halbiert, würde ich sagen. Ja. Ich finde es schon sehr gut. Ich finde es auch. So, jetzt bin ich am Überlegen. Ich habe eben noch Videoschnitt gemacht. Jetzt hatte ich wieder total viel Zeit gefressen. Mit den Stäben sind wir noch nicht weitergekommen. Ozok spielt gerade am PC. Und der spielt gerade Hearthstone, ein sehr schönes Spiel, macht mir auch viel Freude. Aber wenn er dann damit fertig ist, ich weiß nicht, ob er dann nochmal Zeit hat, die Stangen jetzt ranzumachen. Ja, und ich hatte ja gestern diese leckere Klosteigpizza gemacht. Also ich hatte ja gestern Abend noch Naschi-Hunger und habe mir dann was Vernünftiges gemacht. Und ja, jetzt habe ich hier so einen angeknabberten Klosteig. Den muss ich natürlich heute zum Mittagessen noch benutzen. Sagen wir mal so, wie es ist, wa? Schade, dass unsere Tomaten alle sind. Wir haben extra ein bisschen weniger eingekauft, weil ja die HelloFresh-Box kommt. Und wenn mein Mann lacht, also ich habe ein lustiges Video geschnitten anscheinend. Okay, also ich habe noch Tomatenmark. Also für Pizza wäre ja irgendwie schon was Tomatiges ganz gut eigentlich. Also es ist relativ übersichtlich. Dahinter ist alles leer. Da ist noch einmal Mais. Das einzige Tomatige ist jetzt noch so eine Tomatensuppe. Ich glaube nicht, dass das auf Pizza gehört. Wir haben noch eine Sauce Hollandaise. Das passt auch immer super gut auf Pizza. Aber die hat sich mein Mann ausgesucht. Weil ich habe seine letzte schon aufgegessen. Und die ist auch von Knorr. Die hat mehr Kalorien als die ich gegessen hatte. Kennt ihr das, wenn man so auf Essenssuche ist? Und eigentlich hat man genug im Haus, aber man ist so wählerisch.
Also ich habe hier schon ein paar ordentliche Zwiebeln angebraten. Da ist jetzt auch schon Mehl bei, weil ich wollte so eine kleine Mehlschwitze machen. Ich wollte nämlich noch ein bisschen Gemüse essen und die Dose haben wir halt noch da, deswegen esse ich die halt einfach, sonst hätte ich auch eine kleinere genommen. Die Fleischstücken sind schon fertig. Das letzte kann hier noch durchziehen, sorry. Und ja, die Klöße hätte ich vielleicht zuerst machen sollen. Die sind jetzt noch hoch. Und ja, dann denke ich, dass es auf jeden Fall ein Essen wird, wovon ich morgen noch ein Tellerchen übrig habe, weil das ist doch ganz schön viel, vor allem hier die Dose Erbsen mit Möhrchen. So, und hier ist natürlich noch ganz viel übrig. Hier ist auch noch ein Fleisch übrig. Ein Fleischstück habe ich schon genascht, weil ich nicht warten konnte, bis die Klöße fertig waren. Und ja, ich esse ja natürlich nicht immer nur einen Teller. Ich zeige euch immer nur einen Teller, aber ihr seht, ich esse noch ein bisschen mehr am Tag und ich denke, morgen habe ich auch noch eine Portion davon. So, ich bin übrigens ein Depp. Also ich muss ja noch trinken. Ich habe gerade festgestellt, ich habe meine Klöße nicht gesalzen. Die sind nicht im Salzwasser gegart worden. Die schmecken scheiße. Los jetzt. Ich muss hier. Hast du meine Frisur heute schon gesehen, Ozok? Ich finde die sehr schön. Ja, du hast die heute Morgen gemacht im Badezimmer. Ich finde das sehr, sehr süß. Das sieht sehr gut aus. Ja, ich möchte gelobt werden dafür, dass die Haare zusammen sind. Ja, ich finde das wirklich sehr, 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 sehr schön. Ich mag das. Ich habe ja gesagt, das hätte ich mit. Was ist das denn? Das guckst du dir zum Essen an. Ich soll doch lieber so rumfilmen. So, jetzt kommt noch ein bisschen Salz drauf und dann kann man das essen. So, jetzt musst du noch den Geschmackstest sagen. Musst du sagen, schmeckt jetzt oder schmeckt nicht? Also, mit Salz nachgesalzen? Schmeckt? Klosteig geht immer. Ja, okay. Okay. Ist hier so viel Wasser? Ja, weil ich gegossen habe. Achso, du hast schon angeschaltet. Ich habe gesagt, ich hole die Kamera. Sehr gut. So, es ist jetzt bald 13:30 und jetzt schaffen wir es anzufangen. Ja, machen wir auch. Mir ist kalt, deswegen muss ich den Pulli anziehen. Ja, das ist ja auch gut. Also schönes Wetter und wir lüften auch den ganzen Tag, aber so, auf Dauer ist es doch zu kalt. Es sind ja noch nicht, es ist ja noch kein Sommerwetter, also es ist ja draußen ja unter 20 Grad. 18 Grad. Hat es gesagt? Mhm. Nicht fühlt sich nicht so an. Dann stell dich mal in die Sonne. Okay. Oha! Und ansonsten soll es dann noch mal kälter werden und dann wieder schöner. So sieht das aus. So ein Langstab? Mein langes Ding, ja. Mhm. So, das heißt, man kann das. Achso, stehe ich jetzt überhaupt in der Kamera richtig? Jetzt? Nee, glaube nicht. So, das ist so ein langer Stab. Da, den. Hier. Das muss man zusammendrehen, einfach. Und dann kommt dieses Teil entweder halt so quer an die Wand oder hochkant, dann würde das nach unten hängen. Also so. Wir wollten es hochkant haben. Ja. Müssen weil wir Idioten sind, sind die Schränke, unsere Hängeschränke nicht gleichmäßig. Und das wird ganz gut ausgeglichen. Und wenn es ein bisschen von der Wand weghängt, also unten am Schrank dran, dann kann man auch größere Sachen dranhängen. Also wir sind ja so Messis, sag ich mal so, ne? Wir wollen ja dann alles dranhängen, was so geht und da brauchen wir sehr viel Platz. So ein Messbecher und ein Schneebesen und alles halt. Messbecher. Alles. Unser ganzes Leben wollen wir da dranhängen. Was ist das hier? Eine Schraube nennt man das. Ach, das ist eine Doppelverbindung. Lachst du mich gerade aus? Das ist, wenn man zwei Rohre aneinander drehen möchte wahrscheinlich, um das zu verlängern. Packe ich das zweite jetzt auch aus. Besser ist so. Und wenn wir in dem Tempo weitermachen, wird das Video auch wieder 40 Minuten. Ich beeile mich, ich bin schon dabei. Was hier das? So, zack. Konntest du das ineinander drehen? Ja, geil. Das ist ja nice. Cool. So, und dann haben wir jetzt. Hey, stopp. Wir müssen erstmal das Seitenteil anbringen. Ich wollte es kurz dranhalten. Ach so. Stellen wir mal hier rüber. So. Genau. Wollen wir es nicht erstmal irgendwie ranschrauben? Nein, wir schrauben das fest und halten das dann ran, dann ist das ja fixiert und dann kann man die Löcher besser bohren. Bin schon fertig. Bringst du noch mal einen Kreuzschlitz mit, damit ich das alte abmachen kann? Ja. Soll ich die Gläser vorher rausholen, oder? Läuft die Kamera noch? Ja. Warum hast du das denn so festgeschraubt? Das muss beides nach oben zeigen.
Ich habe es festgeschraubt. Ja, ich habe schon gemerkt. Lachst du mich gerade aus oder? Das muss beides nach oben zeigen. So wenigstens. Das eine guckte nach vorne und das andere guckte nach oben. Erhöhter Schwierigkeitsgrad beim Anbringen. Ja, natürlich, klar. Das macht Sinn. Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man das schief andringen soll. Au! Hey, das ist mir das Mikro gefallen. Ich hab's dir auch, ja, okay. Okay, jetzt haben wir das so. Ey, das heißt, kannst du das hier festdrehen, dass das gerade ist? So. Das muss beides nach oben zeigen, beides fest sein. Ich halte es jetzt hier fest, so. Also wir bräuchten vier ganz kurze Schrauben. Ich bin mir nicht sicher, ob hier welche drin sind. Ansonsten hole ich jetzt noch die andere Schraubenkiste. Also von diesen hier haben wir zwei Stück, davon bräuchten wir noch zwei von denen. Perfekt. Nehmen wir vier von denen. Danke, Vater, für deine Schraubenkiste. Ja, wirklich, überragend. Ich bin eine gute Schraubensortiererin und Sucherin. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Jetzt brauche ich meinen... Penis? Was? Nein, jetzt brauche ich hier meinen... Dingsi zum Andrehen, zum Reindrehen. Bohrer? Ja, genau. Wann kommt Bonk? Um 14 Uhr, oder? 14.30 Uhr, glaube ich. Ja. Nee, 15.30 Uhr. Nee. Doch. Bonk kommt auf jeden Fall dann, wenn du ihn angucken möchtest. So. Ich liebe Bonk. Ich dachte, du liebst mich? Nein, ich liebe Bonk. Ey! So, Klick dran setzen können und mit den Schraubis reinschrauben. Gucken wir, ob das funktioniert. Jeder kriegt zwei Schrauben. Jeder ist der Schraubenzieher? Deiner liegt dort und ich nehme meinen hier. Den hier, den dicken, nehme ich. Ich möchte den dicken. Kriegst du den dicken hier? Kriegst immer den dicken. Entschuldigung, bitte. Ich bin überklug. Es ist fertig hier. Und Fräulein Mira? Hier hast du aber nicht abgewischt. Ist auch gleich fertig. Ah. Cool. Jetzt haben wir unser Hängerdings hier darunter. Ich wollte eigentlich so lange machen, wie ich meinen Finger da lang gezogen habe, aber dann kam der Rübser mit raus. Genau, und jetzt kann man das daran hängen. Wie viele Haken wir jetzt haben, ist das geil. Das ist ja überragend. So, und jetzt haben wir hier. Jetzt musst du alles rausholen, was wir daran hängen können. Alles. Und an manche Sachen kann man sogar doppelt dranhängen, hattest du gesagt gehabt. Ja, zack. Geil. Na, dreifach ist jetzt übertrieben. Fräulein. Geil. Das haben wir extra bei Ikea geholt gehabt. So, hängt jetzt. Geil. Man könnte jetzt das alles nochmal abhängen. Wo findet ihr den Ikea-Block, wenn wir ihn anschauen könnt und anschauen wollt? Hier wenn ihr da nicht. Da oben. Rechts für euch. Ach so, das muss wieder wegnehmen. So, hier, filmen Sie mal weiter. Wir haben das fast geschafft. Ja, wir sind fertig. Ich würde den Vlog dann auch beenden. Also ich möchte jetzt hier mit dem Vlog beenden an dieser Stelle. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.